Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Frontiers. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben, mit Marc und Manus. Moin. Moin. So, Waldgrundstück wird angesät. Weizen haben wir mehr Zeit zum Rückkaufen. Ja, baller die Zafer drauf, kommt egal. Das kriegt man schon hin. Das kriegt man schon auf jeden Fall hin. So, wir sind gerade dabei, das Waldgrundstück zu bestellen. Und zwar dieses Stück hier und es dann zu verkaufen, sobald es fertig ist, weil wir uns Hallo. Mit... Ja. Hör ich gerade? Nein, was hast du? Oh, nix, ich wollte mal mit dir ein bisschen labern über das LS Sticker-Album und so. Über das Sticker-Album? Ja. Ja, ist heute mein Paket angekommen. Heute, das ist doch schön. Ja. Alter, ich hab gedacht, du hast ja auch nur 2 Packs oder 3 geholt, aber holt er sich da 4, Alter? Ich weiß auch nicht, warum ich 4 hab. Ich habe 4 so eine Displays irgendwie, ja. Ich brauche jetzt ja noch ein paar Bücher. Ich habe nur 4 Bücher. Ich weiß nicht, reicht das? Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das da mit den Stickern läuft. Ob die so alle immer... Ja, du weißt, was ich meine? Ja. Ja. Ich weiß eben auch nicht genau. Keine Ahnung. Schwierig. Ist schwierig, ja. Ja, ich habe auf jeden Fall 3 Hefte und 2 Displays. Also 2x 36 Stück. A5 Sticker drin. Okay. Ja, das ist ja super. Machen wir denn noch einen Stream zusammen oder machst du doch alleine? Nee, warum? Wir haben doch gesagt, wir machen zusammen. Ja, nee, alles gut. Ja, deswegen, nee, würde ich schon machen. Boah. Und ansonsten, was machst du gerade Schönes auf meiner Seite? Zuckerrübenernten. Warum das denn? Einfach so? Auftrag oder was? Ja, Auftrag, ja. Einfach Auftrag machen. Ja. Jetzt könnte ich natürlich einfach das Feld kaufen, ne? Kannst du natürlich machen. Dann ist es weg, der Auftrag. Kannst du machen. Aber soll ich lieb sein und soll ich es nicht machen? Ist eine Challenge, Tino, wenn du dir das Vorteile bringen musstest. Also ich glaube, du würdest es machen. Ich? Marc, kannst du Strohablage machen? Aber wir können, können ja einen kleinen Deal machen. Darf ich mir einfach mal deinen Sammelwagen ausleihen? Ach ja, ach, jetzt schon wieder. Ich habe gesagt, ich verleihe nichts mehr an dir, weil du hier so einen Wucherpreis immer machst. Ich mache keine Wucherpreise, absolut nicht. Und das ist der Unterschied zwischen ehrlich und fair, weißt du? Das war total fair. Ich habe dir das, was dein Fahrzeug an Miete kostet, abgezogen für meins. Das Problem ist halt, du willst ein Riesengerät leihen und bietest aber nur ein... Ich finde das sowieso scheiße, dass man sagt, man verleiht alles kostenlos. Das ist, ich denke, es ist eine Challenge. Aber wir können es ja so machen. Pass auf, du erntest mein Feld da auf der Seite. Ich verspreche dir, bis du fertig bist, ich werde dieses Feld nicht... Ich könnte es jetzt sofort kaufen, das Geld hätte ich. Ich verspreche dir, ich werde es nicht kaufen. Ich lasse dich dort tun und machen, bis du fertig bist mit deinem Auftrag und du leihst mir deinen Strohsammelwagen nochmal aus. Und dann ist alles entspannt. Was hältst du davon, dass das Feld nicht anliegt, du es sowieso nicht kaufen darfst? Ich jetzt sage nö und löck mich. Naja, ich glaube schon, dass ich das kaufen darf, oder? Du darfst nur zusammen anliegende Felder kaufen. Naja, aber was liegt denn an der 4? Müsstest dann... Ah, der hat die 10. Deswegen, ja, also ich würde schon sagen. Also, ja, Tino, ey, warum denn nicht? Können wir machen, hä, mit dem Stroh. Nee. Du brauchst meinen Sammelwagen, oder was? Ja, den Sammelwagen würde ich mal nehmen, ja, das wäre cool. Ja, kannst du den nehmen. Gudi, dann... Ich kann ihn eben für dich noch in die Mitte setzen. Das wäre super, da ist der Weg ein bisschen kürzer. Aber bevor ich den zurücksetze, ich frage mal eben, ob irgendjemand den jetzt gerade in Betrieb hat, nicht das... Jo, mach das. Sofort wieder da. Merkst du selber, oder? Ich geh kaputt. Ach ja, traumhaft. Immer wieder schön die Zusammenarbeit, immer wieder schön. Boah, setz dich zurück. Jo, alles klar, dann setz ich mal meinen Trecker zurück. Oh, warte. Wo ich denn den Sammelwagen stehen überhaupt? So, habe ich was verpasst? Streamst du Frontiers heute? Ja, wie jeden Montag. Also immer Montag 20 Uhr streamen wir Frontiers, meine Lieben. Immer Montag 20 Uhr. Ach da. Außer die letzten 2 Wochen. Außer die letzten 2 Wochen, das stimmt.
Mhm. Steht an der Mitte. Ich muss dir aber noch Lohner geben. Einen Moment. Ach so, ja. Gut. Möchtest du Tino wirklich Zugang zu deinem Hof gewähren? Eigentlich nicht. So eine Sache, ne? So, ist drin. Katze, müsstest du jetzt nehmen können. Sehr schön. So, dann... Ja, passt. Ich hab dran. Alles klar. Guti. Ja, dann viel Spaß. Für was brauchst du denn so viel Zuckerrüben, wenn ich mal fragen darf? Eigentlich brauche ich die gar nicht. Dass jetzt gerade ein Auftrag mit Zuckerrüben drin war, war ehrlich gesagt ein glücklicher Zufall. Aber warum glücklich, wenn du sie nicht brauchst? Ich hatte bei mir Felder, die ich gekauft habe, da war Zuckerrüben drauf. Und ich kann damit nichts anfangen, außer... Ach so, da willst du den Ernter benutzen. Genau. Und das da jetzt bei dir nochmal, dann habe ich mir eine Zuckerfabrik gekauft. Ja, hab gut. Gedacht, ja gut. Und dann kam per Zufall diese Mission noch mit rein, dann habe ich meine Zuckerrüben-Mission wieder abgebrochen. Da ich die hier angenommen, weil ich dann ein extra Feld habe, das sind bestimmt auch nochmal 200.000 und dann, ja, habe ich gedacht, gut. Aber warum willst du mir meine Rübenschnitzel nicht abkaufen, jetzt mal ohne Mist? Die wird noch super in die Zuckerfabrik, vor allen Dingen mit also, Schnitzel kriegst du auch mehr Ertrag raus. Also guck mal, Tino, ohne Witz, das hat jetzt nichts irgendwas mit dir zu tun, das mache ich auch nicht bei Keule oder bei Manu. Wenn ich sie dir abkaufe, ja, du machst mir vielleicht einen guten Preis, einen Höchstpreis, keine Ahnung, wie auch immer. Ich kaufe die ab, steck dir aber Geld in den Arsch. Das mache ich bei Keule nicht und bei Meile auch nicht. Ich helfe dir ja zum Sieg. Das ist doch nicht, das würdest du doch auch nicht machen. Ist das langsam angekommen bei dir sogar, ja? Das ist die ganze Zeit schon bei mir angekommen. Laber doch keinen Scheiß, Alter. Am Anfang hast du noch andere Töne gespuckt. Haben sie dich gut geimpft, deine Jungs, ey? Das hat es von Anfang an gesagt. Naja. Nee, aber gut, ist ja eine gute Einstellung, tatsächlich. Ja, warum sollst du. Ja, na klar. Obwohl man ja sagen muss, man darf nicht verkennen, das ist schon für beide, weil natürlich auch du dadurch ja Geld erzielst. Ja, klar. Ohne was zu arbeiten. Also, du hast halt sofort, zack, 200.000 Rübenschnitzel auf dem Hof, ohne was dafür zu machen. Und kannst sie halt mehr, also für mehr Wert verkaufen. Das ist schon nicht nur. Ja, ne? Aber nee, ist okay, ich versteh's. Ja, okay. Ja. Na gut. Guti. Perfekt. Nächste Woche wieder Windrad-Challenge. Oh, da geht's scharf. Ja. Da wollte ich mal was sagen. Ne? Da kamen ein paar von deinen Zuschauern darüber. Die haben gesagt, ich hätte gegoogelt. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt, okay. Also, ich habe zu 100% nicht, wirklich nicht gegoogelt, ehrlich nicht. Also, dafür habe ich mein Gebot auch einfach viel zu schnell abgegeben. Das kann ja auch ein Marc sagen, also. Hast du Bing benutzt, oder? Ja, genau, es war Bing. Scheiße, jetzt bin ich aufgefallen. Nein, wollte aber, ich nur mal sagen, dass aber, das nicht stimmt. Also. Ich muss dazu sagen, nee, alles gut. Also, wenn du sagst, du hast nicht gegoogelt, dann glaube ich dir das. Also, dann... Vermute ich, dann ist das so. Aber ja, ich muss dir ehrlich sagen, was ich interessant finde, ist ja die Aussage mit den, warum sollst du mit den Zuckerrüben nochmal, ne? Ja. Weil da habt ihr eigentlich eine ganz andere Strategie am Anfang gefahren, weil ihr schiebt euch ja schon gegenseitig die Sachen in den Arsch. Ja. Naja, so mit, ich verleihe meine Sachen kostenlos, ich mache hier mit den Zuckerrüben, war ja eine ganz, üble Nummer. Ne, also da habt ihr euch ja richtig schön den Anus gepuddert. Also das lag wirklich noch an dir, ne? Also ja, das ist ja schon sehr, das war schon, es war für mich sehr, sehr einschlägiges Erlebnis. Also da habe ich lange dran zu tun gehabt. Das glaube ich dir nicht. Doch. Nein. Da war ich einfach enttäuscht, natürlich. Da war ich einfach enttäuscht. Das war für mich einfach enttäuscht, natürlich. Warum werde ich so unfair behandelt? Was habe ich meinen über alles geliebten Kontrahenten getan? Real Talk? Ja, na klar. In jeder Challenge, in jeder, bist du einer, der also gut spielt, auf definitiv, aber du bist so hinterhältig, will ich jetzt nicht sagen, aber du bist so, du bist gemein. Du kannst gut reden und das weiß man auch. Und du verkaufst scheiße als Gold und in dem Moment, wo man mit dir redet, glaubt man, ja, der hat recht, das könnte ein gutes Angebot sein. Das Angebot ist durch und dann denkst du drüber nach nochmal so und denkst dir einfach so, er hat doch davon viel mehr gehabt als ich, so. Und das will man dir diesmal nicht. Und deswegen, ja, deswegen bietet man mir, ja gut, aber sag mal so, man könnte doch einfach, ich verstehe, was du meinst,
Ich kann es zwar nicht nachvollziehen, aber ich verstehe es. aber deswegen könnte man doch trotzdem so sein und könnte sagen, pass auf, wenn ich das für 30.000, angenommen jetzt nur 30.000, die Zuckerrüben anbiete, dann biete ich es jedem an. Und nicht einem so und dem anderen so. Das wäre ja, okay, dann fair gewesen. Das, ja, okay. Ja, hast du recht, das wäre fair gewesen. Und das hat mich verletzt. Ja, aber da habe ich doch nichts mit zu tun. Na doch, du hast dann, ja, du hast mich ja belogen. Du hast mich knallhart in aller Öffentlichkeit, mitten im Stream, mitten in der Folge, für immer auf YouTube belogen. Ja, das ist, ja, das war, ja. Einfach ins Gesicht rein. Ja, das ist, hast du gemacht? Nein, ja, dann lag ich zwei, drei Tage ja, wach im Bett. Und hab mir das alles mal durch den Kopf gehen lassen. Warum? Also einfach dieses Warum, weißt du, das kriegst du ja nicht aus dem Kopf. Du kriegst dieses Warum nicht aus dem Kopf. Ja, das kann wohl sein. Menschen, die du immer, weißt du, die du in deinem Herzen liebst, die du immer versuchst, ja, dass denen gut geht und alles, und dann, warum machen die das mit dir? Du musst das auch mal so sehen. Vielleicht machen wir das ja mit dir, weil du ja auch gefährlich bist. Sind wir doch mal ehrlich. Du hast, ich nehme Bildet mal jetzt nicht mit rein, da war ja... Oh, da will ich gar nicht drüber reden. Ja, da wollen wir nicht drüber reden, aber sonst hast du ja eigentlich jede Challenge immer gewonnen. Wie viele Challenge haben wir schon gespielt? 20? 20 Challenge, also in gemeinen Projekte jetzt? Oh, keine Ahnung. Ja, alle gewonnen und ich habe bis jetzt alle verloren. Du hast alle verloren, aber du stellst dich halt in manchen Challenge auch so selten dämlich an, das ist halt nicht in Worte zu fassen. Ja, das ist auch wahr, ja. Also das ohne, dass das jetzt, weißt du, dann müssen wir doch noch mal zu Bildet. wer bitte versenkt denn eine halbe Million in einem Bautool? Also das ist da nicht in Worte zu fassen. Ja, das weiß ich auch nicht. Das also da saß ich so da und war sprachlos, da denke ich so. Ja, da war ich auch sprachlos. Kann mir vorstellen, also die Bauaufnahme, da hätte ich hätte alles gemacht, um das rückgängig zu machen. Ja, wie hätte ich das denn machen sollen? Keine Ahnung, cheaten. Ich hätte dich wahrscheinlich angeschrieben, hätte gesagt, oh, boah, Fizzy, ey, mir fehlen noch ein paar Mods, kannst du mir mal die Zugangsdaten von dem Server? Ich wusste, dann hätte ich so geguckt, Save Game zurücksetzen, welche Uhrzeit war das gleich? Ich glaube, irgend sowas hätte ich gemacht, ey, das hätte ich stillheimlich in der Versenkung verschwinden lassen, das sage ich dir. Nee. Das aber das war, nicht. Weißt du wie, das sind halt so Physi-Aktionen. Ja, das und sind dann, solche. Weißt du, dann kommt einfach nur, dann sagt so die Projektleitung, ja, pass auf, das ist nicht bezahlbar, das Ganze wieder gerade zu machen, ne? Wir machen das wieder gerade, dass Physi da auch wenigstens ein gerades Grundstück hat, er hat ja genug geblutet, ne? Ja. So, pass auf. Und dann macht die dir das gerade, das Grundstück. Dann hast du einfach eine riesen Betonfläche. Und da kriegt man dann maximale Punkte drauf, weil ich ja super aufgeräumt. Ey, ich bin ganz ehrlich, ich saß hier und wusste mir selber. Ich sagte, zuerst habe ich gedacht, ich habe mich verhört. So. Ich habe eigentlich damit gerechnet. Ja, mein Hof, kannst du da nicht eine Tonne kloppen. Also. Aber ja, keine Ahnung. Also. Ja gut, zu Bille muss man sagen, das Ganze war ganz komisch irgendwie. Oh wow. Aber okay. Was ich gerade geschafft habe, ist aber auch, dann, ja, da war ich, also da, weißt du, und das hinterlässt ja Spuren in einem, das ist ja wie eine Narbe. Der wie so ein tiefer Schnitt, wie wenn einer Messer nimmt, macht er einen tiefen Schnitt, dann hast du eine Narbe. Du irgendwann, ne, wenn du ein Team mit deinem Körper wirst und wirst du immer wieder irgendwann über die Narbe streicheln und dann geht das so wie so ein kaltes Ziehen in den Zehen, tut sich dann so zusammen und so, ah, da war ja was, stimmt, damals bei Bildet und dann, ah, nee, bei Frontiers, da haben sie es wieder gemacht. Hello? Und ich habe Angst, ich habe wirklich Angst. Weißt du auch wovor? Wovor? Von den völlig vernarbten Körper, wenn das hier noch ein paar Jahre geht. Ja. Übertreib mal. Aber nicht schlecht, das ist eine gute Metapher. Ja. Das hat, ne? Ja, na gut. Naja. Na ja, gut. Freut mich. War schön. Ja, danke. Ja, hören uns. Tschüss. Ja. So, ich hoffe, ich konnte das gut erklären.
was in mir vorgegangen ist. Dino, bevor ich mir die Tränen wegwisch, könnte irgendjemand von euch mal den Hänger auskippen und ans Feld stellen, bitte? Mach ich. Oh, nee. Digga. Ja, das, Du könntest, jetzt mal ohne Flachs, du könntest echt Politiker werden. Wow! Du kannst ein Jahr um den Verstand quatschen, das ist ja Wahnsinn, Kerl. Deswegen, ich weiß auch nicht, manche sagen ja, sie hassen es, wie die Pest mit mir in GTA RP zu machen. Das ist so, manche mögen mein RP, also ich glaube, so das RP, was ich mache, ist wirklich so, ein Teil mag das, also und ein Teil mag das wirklich nicht, weil ich dann schon, naja, ich kann schon diskutieren, ey. Auch wenn ich merke, es bringt gar nichts mehr. warte mal, Hafer, was erntest du gerade? Ich ernte Gerste. Gerste, gut, dann muss ich einmal auslernen vorher. Ja, deswegen sagte ich. Marc, gehst du mit dem Dünger gleich nochmal drüber? Okay. Ich würde gerne so schnell wie möglich das Feld loswerden. Ich komme jetzt auch gleich dazu. Dann würdest du striegeln, dann ziehe ich mit der Walze drüber. Ich kann auch striegeln, mir ist egal. Marc? Ich dachte, ich soll erstmal düngen. Ja, erstmal düngen, genau. Erstmal düngen. Das geht ja auch relativ flott. Kannst ja, wenn du willst, die Dings gleich mitmachen, die das anliegende Feld. Die 18. Ja. So. Achso, nur noch eine ganz kurze Info, Dünner. Leute. Und ja. Zwar, Kühler anschalten, Mühle, also Lichtenberg, schreib einen ganzen Satz in den Chat oder lass es bitte. Da kann kein Mensch was mit anfangen. Oh, warte. So. Ich glaube, das liegt an dir. Wie an mir? Ja, dass du das nicht verstehst. Echt jetzt? Ja. Wow. Wie gern diskutieren Sie auf einer Skala von 1 bis 10? Manus 11. Geht auch 11. Wow. Nein, aber nur ganz kurz. Und zwar, wenn sich einige wundern, was dieses Zeichen hier, dieses Symbol hier über mir ist. Und da unten der QR-Code. Und zwar, wir spielen heute im Anschluss nach Star Trek Fleet Command. Deep Space Nine. Das ist eine App, die ist kostenlos, könnt ihr euch kostenlos runterladen, kriegt auch über den QR-Code da unten, dann kommt er direkt in den Store. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, die haben den Stream heute hier unterstützt oder unterstützen das Ganze. Und das nur mal zur Info, falls sich einer wundert, was das da ist. Gut, ansonsten... Kannst du den Anhänger eigentlich... Ja, genau, da stehen. Lass es stehen... Das fahre ich weg. Stroh habe ich runtergeholt komplett. Warte mal, gestern hast du da auch Stroh, oder? Ja. Dann komme ich mit dem gleich rüber zu dir. Kalk braucht nix, oder? Oh, was ist jetzt? Boah, warum macht die Internetleitung jetzt hier? Du leckst auch gerade ein bisschen im TS, kann das sein? Ja, kann sein. Ja. Ist durchaus so. Jetzt müsste es wieder gut sein. Test 1, 2, 3. Hallo. Nicht? Ja, jetzt ist wieder gut. Okay. Ah, nee, ich habe gerade Drops in der Leitung. Ja, die Mühle ist an. Die Mühle ist an? Ja. Ja, die Mühle ist an. Leuchten doch alle Punkte hier. Ist doch alles... Alles an. Alles gut. Jungs. Gäste wird uns gleich auslaufen. Ja gut, da kümmern wir ja jetzt noch was. 2 Stunden sind die Kühe fertig. Ja, 13 Uhr, wie gesagt. Okay, Seemaschine haben wir jetzt hier fertig. Das heißt, hier geht's jetzt weiter mit Walze. Gedüngt hast du schon? Walze. Bin dabei. Ich muss gerade an Austin Powers denken. Warte. Ne, jetzt leckst du wieder. Warte. Das war hart. Ja, das mit der Warze war eine harte Nummer. Warte.
Schwarze! Ja, ja. Ich weiß nicht, die Internetleitung droppte gerade immer mal. Ich weiß nicht, was da los ist. Warum, wieso, weshalb? Irgendwas hat im Upload rum, ist gerade im Upload rumgekrochen. Gut, lass uns aber nicht stören. Das gibt's doch gar nicht, schon wieder. Mhm. Was ist jetzt los hier? Aber ich glaube, das liegt aber am Server. Ich glaube, wir müssen neu starten. Nee, ich sehe das hier bei OBS. Die Datenverbindung. Nur das war eine Anspruch. Achso. Server neu starten, ja. Bringt uns, glaube ich, aktuell keinen Vorteil. Nee. Nein. War nur so, glaube ich, auf das eine Mal letztens mal bezogen. Ja. So, jetzt müsste es aber wieder gehen. Ein leichter Hauch von Ironie. Ich habe immer mal ein paar Drops drin. Weiß nicht warum. Ja, du kommst zwischendurch auch mal abgehackt drüber, das stimmt. Naja, glaube ich. So, gut. Marc ist mit Düngen durch, wenn ich das richtig sehe. Jo, wir müssen auch noch Dünger kaufen, ne? Ja, ja. Heute. Ja, ja, kein Problem. Aber ganz wichtig ist jetzt erstmal hier striegeln. Dass wir das Feld jetzt loskriegen. Striegeln und düngen gleichzeitig? Nee. Glaube ich nicht, weil man kann zwar die Arbeitsbreite einstellen, ohne Frage. Oh, oh. Dickes Leck. Es geht sich aber von der Arbeitsgeschwindigkeit nicht aus, ne? Genau, das meinte ich. Also du verbrauchst viel mehr Dünger. Ja, das glaube ich. Außer du machst hier Start-Stopp, aber... Was das für ein Unkraut ist auf dem Feld? Ja, das war mal eine Waldfläche. Das war tatsächlich mal eine Waldfläche. Da gibt es übrigens einen Mod. Den ja. Hat Christian letztens vorgestellt, glaube ich. Okay. Du quasi mähst. Normal, mit, wie du eine Grasfläche mähst. Aber dass halt so ein Gestrüpp da auch mit weggeht. Okay. Was natürlich nicht schlecht wäre, ne? Ja, gut, aber ich weiß nicht, ob man hier dann einfach übers Feld mähen könnte mit dem Mod. Keine Ahnung. Mich stört's auch nicht, muss ich ehrlich jetzt sagen. Ist ja, halt da. Sieht scheiße aus, ohne Frage, aber. Genau. Geht es ja nicht um Schönheit, sondern um Challenge. Das weiß man immer erst am Ende des Projekts. Das war jetzt, oh, das war eine harte Nummer. Das war jetzt, oh, der hat gesessen, Marc. Da brechen die Narben wieder auf. Oh, da ist jetzt richtig, da blutet es gerade richtig. Da blutet es gerade richtig aus mir raus. Eieiei, da hast du mir aber jetzt einen mitgegeben, ey. Oh Mann. Magst auch um keinen Spruch verlegen, ey. Mann, ey. Ich hätte das Weizen gelassen, zeitlich gesehen. Du, der Marc muss eh striegeln. In der Zeit, wo der striegelt, kann ich auch mit der Walze drüber fahren. Also von daher denke ich, würde das, ist das Walze jetzt nicht so dramatisch. Er kann ja auch die nicht gewalzte Fläche gleich mitstriegeln. Das macht ja erstmal keinen Unterschied. Deswegen. Und solange wie er striegelt, kann ich walzen. Vorher können wir das Feld eh nicht verkaufen. Und dann können wir die 2-3% auch noch mitnehmen. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich mag dieses Walzen irgendwie. Ich mag die Arbeit an sich nicht, aber ich mag, dass es das gibt. Das finde ich halt irgendwie klasse. War ja auch neu im LS22, ne? War ein neues Feature. Mhm. Ja. Ich finde das ganz witzig gemacht, weil es halt mehrere Effekte irgendwie auch hat, ne? Warst du in der Projektleitung vom Bildet? ja. Also in dem in dem Gremium, was er am Ende bewertet hat? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube. Um ehrlich gesagt. Ich glaube, ich war Schnupper, PL Schnuppergast. Genau. Ah, okay. Naja. Naja.
Gut. Ja, es ist halt auch immer nicht ganz einfach, muss ich sagen. Also. Das stimmt, ja. Aber das war echt gemein. Oh, war das gemein. Da war ich auch echt, da war ich fertig. Da war ich fertig mit der Welt. Das habe ich selber nicht verstanden. Na gut, meine Lieben, wir sind aber erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Schaut bei den anderen vorbei. Ist in der Videobeschreibung. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Und ciao.